Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum heutigen CSGO Overwatch. Hat er da gerade durch die Wand die ganze Zeit geschossen oder war der da vorne dran? Ich weiß es nicht. Ja, ihr hört's noch, ich bin krank. Es ist zwar schon so ein bisschen am Abklingen, die Erkältung, aber ja. Gerade gestern hing ich noch voll drin, also am Mittwoch, da war es, das war der schlimmste Tag. Heute ist der zweitschlimmste. Echt bitter, dass es mich jetzt gerade in den Semesterferien erwischt. Aber naja, kann man nichts machen. Der Stream heute Abend wird stattfinden, aber wahrscheinlich so wie hier auch ohne Facecam, weil ich aussehe wie der verschissene Tod. Und natürlich wird das auch kein ultramäßiges Unterhaltungsfeuerwerk sein wie sonst, weil ich halt ziemlich kaputt bin. Aber ja, dennoch möchte ich so ein bisschen mit euch zusammen rumfuhrwerken. Das ist einfach meine Heilung, Arsch. Okay. Wir müssen mal genau gucken, was er hier macht. Er hat eben pre-gefeiert, hätte ich schwören können. Ja. Und auf sein Mate geschossen. Aber das will ich ihm jetzt nicht anrechnen. Er hat auf sein Mate geschossen, weil er gesehen hat, dass der Feind losläuft. Also ich gehe da schon direkt von einem Warlock aus, aber es könnte natürlich auch Intuition sein. Ja, naja. Man hat es, glaube ich, am Dienstag schon so ein bisschen gemerkt. Ich habe vor allem am Dienstag jetzt im letzten Spiel ultra Schmerzen in der Brust gehabt. Keine Ahnung, was da los war. So am Solar Plexus. Einfach die Schmerzen meines Lebens und konnte mich überhaupt nicht fokussieren. Ihr habt schon gefragt, was los ist, ob ich... Gott, der spielt voll merkwürdig. Ob ich müde bin oder sowas, weil ich nichts... weil ich nichts mehr gebacken bekommen habe und fast nichts mehr gesagt habe. Da habe ich wahrscheinlich irgendwie... Also ihr habt geschrieben, ich habe mich veratmet vielleicht. Das ist ja da ein Nervenstrang und vielleicht habe ich mir da einfach einen Nerv irgendwie blöd eingeklemmt, wer weiß. So, mal gucken, was er jetzt mit dem macht, der kleine Kacksalat. Er ist sich schon mal sehr, sehr sicher, dass er von hier kommt und nicht. Und dann auch auf den Kopf gezogen, wie so ein Schnitzel. Da war er sich etwas sehr sicher, oder? Meint er nicht auch? Der ist komplett geschlichen, das konnte er nicht wissen. Also wenn es kein Warlock ist, dann hat er das Timing des Grauens. Aber ohne Wallhack hätte, denke ich, niemand genauso gespielt. Die meisten wären hingegangen und hätten sich... Man hin und her gelaufen. Ja, der fliegt voll auf den Kopf hoch. Das sieht nicht sonderlich normal aus, was er hier betreibt. Achtung, ich mache gleich nochmal langsam. Ah, habt ihr das gesehen? Ja, okay. Ich denke, da ist ein Waller und ein Aim-Assi am Start. Ja. Ich werde später noch so ein Aspirin-Komplex nehmen. Das ist immer so mein Wundermittel für die Erkältung. Ihr kennt das ja, ne? Man schläft nachts irgendwie fast gar nicht, irgendwann schläft man dann doch ein und morgens wacht man auf, kann nichts sagen, weil der Hals einfach zu ist, die Nase ist zu, man hat Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, alles ist irgendwie kacke. Er bolzt voll durch seinen Mate wieder. Was für ein Dummbock. Und dieses ACC akut, nicht ACC, der Komplex Aspirin. Das ist irgendwie meine Rettung jedes Mal. Ja, sie kann ultramäßig krass durch die... Oh. Hat der Feind eben genau dasselbe gemacht? Hat der Feind eben hinter der Kiste ein Versteckspiel gestartet und ihn durch die Kiste gepimmelt in den Kopf? Kann sehr gut sein. Sag bloß, das ist jetzt das dritte... Ja doch, das dritte oder vierte Overwatch. Wo wir Cheater gegen Cheater haben. Also Leute, man kann... Ich glaube, die Skepsis kann immer weiter wegfallen. Oh, guck mal, der aimt den voll an, oder? Ich meine, dass der T, den da vorne sogar voll anaimt. Die Skepsis bezüglich des Trust-Faktors kann, glaube ich, immer weiter sinken. Es funktioniert. Die Leute werden zusammengelegt, die Cheater. In den Overwatches haben wir immer öfter Cheater mit Cheatern gegen Cheater und Cheater und so weiter und so fort. Und in meinen Solo-Queue-Spielen habe ich only geile Mates und keine... Ja, keinen Cheater eben. Boah. Das ist sehr schön. Da habe ich auch letztens... Mit wem habe ich darüber gesprochen? Mit Tutsche, Tucke. Es ist einfach teurer für die Cheater jetzt mit den, ich sag mal, normalen Leuten zusammengelegt zu werden. Hat das gerade Sinn gemacht, der Satz? Ich habe gerade ein bisschen Matsche im Hirn. Ja, weil sie sich eben gut getrustete Steam-Accounts kaufen müssen, weil sie Spiele kaufen müssen, weil sie einfach mehr Geld reinlegen müssen. Da reicht es dann nicht, sich einfach CSGO für, was kostet es gerade, 6 Euro oder 6 Dollar zu kaufen. Wenn sie nur das machen, dann spielen sie halt so oder so nur mit anderen Cheatern zusammen. Wenn sie wirklich mit normalen oder gegen normale Leute cheaten wollen, müssen sie durch den Trust-Faktor deutlich mehr und immer mehr Geld reinstecken. Und das ist wirklich eine sehr, sehr angenehme Sache. Viele haben auch gesagt, hey, warum wird CSGO nicht einfach teurer gemacht? Warum kostet CSGO nicht einfach 50 Euro oder 60?
dann wäre das Problem auch nochmal deutlich minimiert. Das stimmt auch, aber ja, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Wow. War er überhaupt schon um die Ecke? Hat er gerade durch die Ecke bekommen? Das hätte ich jetzt echt noch gern gesehen, aber es wurde direkt dann automatisch vorgespult, weil er tot war. Ich meine, er hat da oben sogar gerade durch die Ecke von Goose in die Fratz geschossen bekommen. Ja. Beryl ist ja auch noch ein bisschen erkältet und wir überlegen, ob wir dann, oder was wir dann später machen. Vielleicht streamen wir zusammen und machen voll die gemütliche Schisselung. Oh, seht ihr das? Seht ihr das? Oh mein Gott, Leute. Cheater versus Cheater. Ja, Trust sei Dank. Es wird einfach immer besser. An alle Leute... Ah, okay. Also an alle Leute... Ich gebe ihm jetzt auch Creed, weil er down in seinen Mate reingeschossen hat. Der dreckige Bock. Die sagen, hey, aber wenn ich spiele, dann habe ich irgendwie trotzdem Pimmelnasen im Gegnerteam. Also ihr müsst euch natürlich... Ihr müsst da immer an euren eigenen Trust-Faktor... Also in erster Linie müsst ihr dran denken, es kann... Es klappt wohl nicht immer zu 100%. Ja? Und dann... ob ihr, wie ihr wohl getrust-levelt seid. Viele schreiben dann, ja, ich reporte ganz selten in CSGO, ich gehe nie aus Spielen raus, mein Trust-Level muss ultra krass sein, aber das ist wirklich nur ein winziger Teil von dem Trust-Level. Der Großteil findet ausschließlich auf Steam statt, also wie viele Spiele ihr habt, wie viele Spielstunden, bla bla bla. Ich habe darüber mal ein Video gemacht, ich kann es hier unten gerne verlinken, wenn ihr wollt. Und ja, also guckt euch das nochmal an und entscheidet dann, wie hoch wohl euer Trust-Faktor ist. Und erhöht ihn. Es gibt unzählig viele Möglichkeiten, euer Trust-Level zu erhöhen, ohne auch nur einen Cent auszugeben. Ihr müsst dafür nur ein bisschen Zeit investieren. Und ja. Naja, ich werde es euch hier unten verlinken. Vielen Dank nochmal für die Skins, die jetzt letztens reingingen, vor allem, beziehungsweise, nee, nicht vor allem. Vielen Dank für alles. Vielen, vielen Dank. Jetzt habe ich eine AWP Hyper Beast mit Stat-Track am Schlüssel von Basement, hat er extra ja dazu geschrieben. Thanks, Bray. Und natürlich ja auch vielen Dank an alle anderen, die mir Skins geschenkt haben. Jetzt, ich glaube, das ist noch von Ghost Rider. Wo fingen denn die neuen? Ich glaube, das hier sind so ungefähr gerade die im, ich glaube, im letzten Stream reinkamen oder vorletzten Stream. Also, Dankeschön. Boah. Den Leon weiter. Moment, habe ich da ein Ding eigentlich? Hoppala. Ayo, die Stutteldruck. Ja, okay, Leute, dann vielen Dank fürs Zusehen. Das gibt wieder einige fette Giveaways, aber heute ist jetzt leider nichts am Start. Ich muss mich jetzt gleich wieder nochmal hinlegen, dass ich Energie sammeln kann für den Stream später. Denkt dran, um 19:30 Uhr geht's los. Und vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, ciao.